Dankeschön. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete, die Arbeit des Petitionsausschusses unterscheidet sich von den Fachausschüssen zum Teil sehr erheblich. Die Fachausschüsse beschäftigen sich mit Gesetzesvorhaben und Rechtsvorschriften und der Petitionsausschuss beschäftigt sich mit den Auswirkungen dieser Gesetze und Rechtsvorschriften immer dann, wenn die Bürger diese Gesetze ablehnen oder Ergänzungen haben. Und das ist unsere Hauptarbeit und ich freue mich, dass ich Ihnen diese Arbeit des Petitionsausschusses regelmäßig nahebringen kann. Wir haben im Jahre 2016 1.626 Petitionen entgegengenommen. Das ist die größte Zahl an Petitionen innerhalb eines Jahres, die wir seit Bestehen des Landes Mecklenburg-Vorpommern bearbeitet haben. So haben unter anderem haben 806 Petenten sich dagegen gerichtet, dass in der Friedländer Großen Wiese ein Windpark errichtet wurde. Weiterhin haben 439, ins vor allen Dingen Schülerinnen und Schüler, sich für die Erhaltung der Schulsozialarbeit eingesetzt. Und in zwei Sammelpetitionen haben sich wiederum viele Schülerinnen und Schüler unter anderem für die gleiche Zielsetzung der Erhaltung der Schul- und Sozialarbeit ausgesprochen. Die größte Massenpetition im letzten Jahr waren Petenten, die sich für eine Obergrenze der intensiven Tierhaltung eingesetzt haben und zur Senkung der Schadstoffbelastung des Grundwassers. Die klassische Bedeutung der Petition liegt ja eigentlich immer darin, das individuelle Unrecht der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land zu untersuchen und auch wieder auf rechtlichen Wegen zu bringen. Dennoch zeigt die große Anzahl an Sammel- und Massenpetitionen, dass gerade die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes daran interessiert ist, am politischen Geschehen unseres Landes teilzunehmen und auch von ihrem politischen Grundrecht Gebrauch machen. Nein, nicht auf einmal. Diese Tendenz ist schon sehr lange und darüber freue ich mich auch, dass immer mehr Bürgerinnen und Bürger sich genau mit der politischen Situation in unserem Land sehr wohl einbringen wollen und nicht wie hier manchmal was anderes dargeboten wird. Der Petitionsausschuss hat im letzten Jahr in drei Sammelübersichten und den dazugehörigen Berichten 329 Petitionen hier eingebracht und der Landtag hat sie abgeschlossen. Davon haben 28 Petitionen wurden in Gänze im Interesse der Petenten abgeschlossen und 122 Petitionen konnten tragbare Kompromisse erzielt werden. 25 Petitionen haben den Landtag, also der Regierung überwiesen und 21 Petitionen gingen an die Fraktionen mit der Zielsetzung, dass diese Petitionen noch einmal überdacht werden und in Gesetzen und politischen Initiativen noch einmal berücksichtigt werden, um die Begehren der Bürger auch erfüllen zu können. Ein Beispiel möchte ich Ihnen aus dieser Vielzahl der Petitionen gerne näher bringen. Vor vielen Jahren ist eine junge Bürgerin aus der Ukraine immer nach Mecklenburg-Vorpommern durch Visa-Genehmigungen eingereist zu ihrer hier lebenden Schwester mit ihrer Familie und ihre kleine Tochter ist mit einem schweren Herzfehler geboren und sie wurde auch hier operiert und erfolgreich operiert und die Kosten dafür hat die Familie, aber auch durch Spendensammlung übernommen. Und seitdem ist sie jährlich wiederum nach Mecklenburg gekommen, um ihre Schwester zu besuchen. Und eines Tages dann brach der Krieg in der Ukraine aus und sie konnte zu dem Zeitpunkt nicht mehr zurückreisen, weil sie genau im Kernbereich des Krieges wohnte. Daraufhin hat dann mit der Hilfe des Petitionsausschusses das Innenministerium dreimal diese Visaverlängerung vorgenommen, immer mit der Option, dass sie auch wieder zurückfahren kann und zurückreisen kann in die Ukraine, was allerdings durch die Situation dort nicht ermöglicht war. Ich denke einfach, bisher hat dann diese Frau einen Asylantrag gestellt und lebt also seitdem hier in Mecklenburg-Vorpommern und sie beginnt hier eine Lehre als Altenpflegerin, die wir ja gut gebrauchen können. Dieses Mädchen geht hier zur Schule und erfreut sich also auch hier bester Gesundheit. Ich denke, dass ich hier und wir insbesondere auch dem Ministerium und den vielen Mitarbeiterinnen, die daran gearbeitet haben, sehr akribisch, denn im Einzelnen lässt sich es nicht darstellen, wie auch rechtlich es möglich macht, in so viel langer Zeit auch solche Begehren positiv zu gestalten.
Ich danke insbesondere auch heute dem Finanzministerium, insbesondere dem Finanzamt Neubrandenburg, die als einzige Behörde ja die Rentenbescheide von Ausländern, also von Rentnern, die im Ausland leben, prüft und dass sie oft mit viel Fingerspitzengefühl und Ermessensspielraum und auch Ausschöpfung des Ermessensspielraums, was ja nicht immer einfach ist, letzten Endes unbillige Härten für diese Rentner, die 80 und 90 Jahre plötzlich nach vielen Jahren besteuert werden sollen, also im positiven Sinne dieser Rentner abschließen. Ich danke noch einmal recht herzlich der Petitionsverwaltung mit Frau Bergemeier und ihren fleißigen Frauen, die uns ja durch verwaltungsmäßig exakte Arbeit unsere Arbeit erleichtern. Der Petitionsausschuss hat diesem Bericht einstimmig zugestimmt. Ich bitte ebenfalls um Ihre Zustimmung. Dankeschön.